Das sind ja. Weißt du, wir haben sowas. Ich bin nicht von dem Verein. Ich bin mir nicht sicher, dass ihr mit dabei ist, was euch gefällt. Scheiße, ich habe jetzt immer wieder 5 Minuten gesunden. Die können ja böse Angst trainieren und wenn die den glücklich haben für sie dort hinten Guck mal her, du! Stefan! Stefan! Guck mal, was da ist! Verabschiedung! Bei Einstand gehen bei uns jetzt noch! Ja, wir können die Schuhe. Ich hab auch nie noch für ihn. Bleibt mir nicht leicht. Ja, gut. Ich warte mal hier. Ich bin ja. Mindestens. Richtig schönes historisches Pflaster. Seitdem der jetzt krank ist. Wir haben mit den Wissenschaften gesprochen. Die Sächsische. Denkst du mal, wo du kannst?
Fleisch ist es gut, ja. Der Platz.
Hallo? Hallo, hallo, hallo. Bitte. Ja, geht auf. Ja, und dann wird jetzt mal hier beschlossen, die Ticket zu machen. Ja, ja, da haben wir es noch. Ja, ja. Ich stimme es mal. Ich lieber ins Zentrum gehängt. Das ist schon lange her. Jetzt passt es noch. Jetzt wischst du. Ja, 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 ja. Da können Sie Werbung machen, wenn die Preise so schlimm sind. Da war es schon. Alex, Hoppe! Mann,
gibt es nur unter Ich bin
Wann soll das sein? Auf jeden Fall im Dezember. Ja, eigentlich auch. Arbeitsmäßig ist schon was. Letztes Jahr war, da war ich hier noch bis auf 3 Tage, dann bin ich direkt erschienen. Das ist ja auch eine Frage, die spielen, zahlen, das. No? Eigentlich schlecht. Von der Zeit her. Ja. Ja, das ist ja auch eine Frage, die unglaublich sind, das ist irgendwie. No? Ja, auch so ein guter Mann. Gut, du bist ein guter Mann. Ja, was für Lecker. Bleib doch mal ein bisschen sauber. Der Lecker tut, der hat also der CC-Fingel geholfen, der hat er hier beim Hirn.
Gerade mit den zwei Traditionsvereinen, die nie gewollt sind und nie gewollt sind. Ja, das war ja. Das. Aber das Lüpfen. Vielleicht mal. Probier es mal, Rich! Dad, Mensch! Ja, warum denn nicht? Halt mal Rich drauf, probieren. Hat er Rich gefüllt. Was heißt du? Sieht es wieder besser aus. Ja? Jetzt muss ich auch mal Eis gucken. Und der Fuß bei der Denne ist scheiße. Da weißt du, die Wand wieder gibst. Hä? Hat ein bisschen so eine Muskeln. Nee, jetzt ist er schon kräftig aus. Hat er richtig Oberkörper. Jetzt. Wie sich's gehört. Alles, komm mal. Auf 15 Uhr.
Ja, glaub's mal hin. Hier ist alles zugewachsen. Ja. Das sind alles zugewachsen, das sind keine Schubsen. Was ist der Hängischer Rasen? Wenn wir das Geld jetzt was anziehen, dann wird wenn wir bestimmt mit Alex nochmal zusammenspielen. Ja, was hat denn? Deswegen ist es bestimmt noch besser. Was hat er jetzt? Der liebe Gott hat ihn geschafft. Thank you.
dieser Beschiss gemacht. Wir bilden aus, der Name zieht uns alle raus. Die andere Hand gereicht den Namen. Das ist aber schön. Die haben es ja nie begriffen. Mit der Dresden Bärmine. Dieses damals gab. Obwohl wir sind in Zweckgemeinschaft für den Namen. Ja, da müssen wir ein bisschen Geld dafür geben. No? Ja, Korea haben sie damit kaputt gemacht. No? Das war eigentlich ihre Kaderschmiede. No? Nee, klar. Die haben sie böse ausgenutzt. Die gibt es halt, das ist wortfrei. Der hat sich selber ausgetauscht, das geht gar nicht. Das ist zu spät. Also wenn die aufpassen, geht es uns mal genauso. Das war eigentlich der beste Nachhilfeschule. Die hatten eine geile Nachhilfeschule, machen wir kaputt. Das war eigentlich der beste Nachhilfeschule hier drin, die es gab. Weil die den Namen gar nicht gehabt. Überall, ja. Mega, mega, ja. Überall. Die Namen konnte da konzentrieren. Die haben dann jemanden Platz. Ja. Die zählen jedenfalls heute hier. Ja. Die haben jemanden Platz, den haben, aber das wollte ich nicht. Das kann ich spielen lassen. Was ist das jetzt? Ja, wie immer. Das Spiel hat bis jetzt kein Gewinner verdient. Ist bla bla. Wir sind doch mit Sicherheit eingespielter als jetzt. Ja, wir müssen sagen, das ist jetzt okay. Oh, ne? Also, wir haben Abwehr und dann sind Joffi und Heino vorbei. Oh,
ich hab mich gesagt, das kommt durch die Lösung. Dalelu. Ich denke, Frau Deichmann ist gut angekommen, ne? Also, hat zwei Einsätze gehabt und selber klappt es. Ne? Das ist immer eine gute Woche. Aber auch gut. Oh! Karl kommt der Uhr. Wer? Karl kommt der Uhr. Jetzt ist es meine Bille hier, du. Hat er noch eine Hand auf die Rede. Der Hals in mir. Ich habe schon einen Anschlussleiter für Sportfreunde um 11 Uhr. Ja, danke schön. Sind die Verrückte. Aber wer rausmachen könnte? Ja, das ist ein Spiel, das ist dem Spiel. Euch noch zu. Ich bin abständig. Dann hat er geholfen, dann hat er langweilig.
Obi, ja. Scheiße. Hat der Obi ist bei uns noch angeschaut, ne? Ja. Hat er am ersten Spiel noch gleich eine mitgekriegt, ne? Ja. Sonst mit der Knicke. Ja. Das ist auch immer, aber sie sind alle so frei. Ja, da kommt ja auch so. Das war der Exkurs. Ist schon Halbzeit? Vorne bin ich gekriegt, die Zeit verging. Ich muss jetzt mal in Form. Aber ja, weil ich das geschrieben habe. Sag mal, die zwei Brüder, die zweite, das sind. Wie heißen die? Kalbadus. Dann geht der. Ja? Albis. Ja, Mut, Jungs. Na Mut. Naja, du hast nicht immer so. Das war gut. Das war sehr gut. Ja. Bist du der Nächste? Ja. Wir sind noch in 18 Uhr. Ja. Wo ist noch Alex? Also, ich hab verpasst. Da ist ein bisschen mehr Mut. Scheiße. Ich glaube, die Kugel hinten ist nicht. Was machen wir? Dort schön. Komm mit Knobbe, weiter geht's! Ihr schafft das! Eigentlich normales, typisches Nenne. Von der Halbzeit her, ja. Eigentlich typisches Nenne. Ja, brauche ich nicht, wenn sie 0-0 spielen. Das ist eigentlich. Nee? Das ist in Ordnung. Also. Noch ein Pokal gegen Laubegast, ne? Nächste Woche. Gegen den Zweiten? Sonntag oder Sonntag? Wann ist das? Ich weiß nicht so schnell. Wenn die gegen Laubegast spielen. Diese Bulls will ich nicht. Aber das Komische ist, wir spielen am Sonntag, wir spielen am Wochenende gegen. Ich glaube, das zweite und zur kleinen Zeit spielt der erste, aber. Oh, gleich. Punkt 4. Zur kleinen Zeit. Zeitgleich. Das ist doch gut. Ich spiele auf dem Rasen und wir spielen auf dem Kunstrasen. Das ist doch, das war aber falsch Sonntag spielen. Das ist zumindest spielen, genau. Kann das sein. Der zweite spielt bei Denkemann. Ja, der erste Ball. Der erste spielt zeitgleich. Die spielen zeitgleich an den Tor. Das ist gut, da können sie keine falschen einsetzen. Das ist vielleicht gut. Die hätten von der ersten Spiel auf den Sonntag legen müssen. Nein, der erste geht vor. Die zweite Spieler geht vor. Ja, spielt er genau in der Sonne. Unser Torhüter. Leute, Kleppi, oder? Ah, das weiß ich. Das ist reißt scharf im Torhüter, wenn er gegen die Sonne spielt. Das ist die größte Strafe, wenn der Torhüter gegen die Sonne spielen muss. Eigentlich schon. Die Sonne kommt genau in der Mitte.
Aber eigentlich, da müsste es dann... Aber er spielt auch gegen die Sonne. Ja, eigentlich steht es ja voll drauf dran. Gemeinste, was ein Tor passieren kann, wenn er gegen die Sonne spielt. Also, irgendwas da. Ah, der hat ein Cap hier. Ja? Das ist nicht. Oh, die wissen, dass irgendwas geht. Oh, irgendein Glücksmoment kommt. Ist irgendwie eine ganz andere Truppe. Irgendein Glücksmoment kommt. Irgendeine Unaufmerksamkeit von Roller Sohn kommt. Weiß aber auch. Bei uns auch, das ist ein Spiel, ja. Irgendeiner macht einen Fehler. Scheiße, bleib ruhig, geh weg. Das hat doch schon einer gelb von uns. Naja, das bringt doch nichts. Da hat der Pfiffer entschieden, ist gut. Wegen Meckerns irgendwie hat einer gelb gekriegt. Das bringt alles nichts. Ich würde alles wechseln. Robin, ne? Ich würde alles wechseln. Das bringt alles nichts. Das ist unnötig, wenn man rumdiskutiert mit dem Schiedsrichter, das bringt nichts. Na gut, jetzt geht's ja auch noch um was. Das ist auch gar nichts. Aber wenn es dann 3-0 steht, dann. Du fängst dann an zu. Man meckert dann trotzdem rum. Das ist dann nicht scheiße. Das ist dann Mist. Also gegen Schieße Ding hat er das Zillis und Ding an die unsere Latte geklettert. Steinig über den überhaupt, dass das so ist. Nein, ja, Mann! Gelbe Karte. Ja. Das Schild läuft nicht schlecht. Das ist nicht verkehrt. Konsequent ist er. Bis jetzt. Ja. Also auf jeden Fall besser Schießer als gegen Schieße. Der hat jetzt nicht im Griff, das Spiel noch. Nee, die Dynamo genauso. Das geht gut. Das ist eine tolle Fehlentscheidung zu den Insfeld. Das geht gar nicht. Ja, vielleicht haben sie eben Stochen Dynamo. Das ist ja typisch so ein Schneis bei denen. Ja, die haben kein Kreuz mehr. Man kriegt die zu pfeifen. Oder ordentlich zu pfeifen. Nächster Einspiel gegen ASV 30. Du Scheiße. Die sind nicht schlecht. Der ASV, die sind nicht schlecht. Ja, außer Tricks. Ich hab die gegen Holleberg gesehen, gegen Holleberg war schon. Und zwar sind die. Ja. Gegen Holleberg am Mittel haben sie zwar erst als Mist gemacht, aber dann haben sie eigentlich nicht mehr gefühlt. Jetzt kommt der Leute. Kann man auch machen. Der Ball war immer ein gutes Omen für uns. Jetzt kann es nicht. Die Strahler, ja. Vor allem, das dampft ja noch. Das ist ja das Schlimme. Du hast ja auch nie Parteisekretär. Hast du nie geschafft, sie zu ja. Also. Ja, ich weiß wie bei uns drin keine Ahnung, was hier noch passiert. Ich bin nicht.
Nee, ein Elfmeter, irgendwie in der neuen Spiel irgendwie, dass der irgendwie das Elfmeter... Das trifft der Schiri nicht, glaube ich nicht. Ich stelle den jetzt kritisch zu. Nochmal. Wie mit dem Schiri. Ja, aber der wird keine Spielentscheidung mit da geben, zumindest nicht kurz vor Ende. Also das ist klar. Ich pfeif's nicht. Ich würde Elfmeter geben, ja. Ich pfeife auch nicht parteiisch. Das ist nicht jeder Schiedsrichter ist so. Gott sei Dank. Ja, es gibt manche Schiedsrichter, die pfeifen und kurz vor Schluss pfeifen die noch Elfmeter, was eigentlich keiner ist, aber... Aus dem verrückten Spieler. Würde ich ja auch machen, aber das ist dann unbeliebt. Ey. Ist dann doch auch. Das macht eine Rotation, hasst mich eh. Das ist die Das ist Das war geil. Ich weiß, wie es da schon gemacht haben, die Schweine. Kannst du voll sein, dass die dass wir nicht mehr dort spielen müssen. Das ist richtig schön. Mischen. Wir machen unsere Sachen. Ja. Komm, Nobby, komm! Was hat hier nochmal rum? Komm, Nobby, komm! Hände weg! Oh, zu straff. Bist du das mal geschockt? Als Spieler, als Trainer, bist du das mal geschockt? Nichts davon. Aber das ist ein Grimmer gehabt. Wenn wir einen schwachen, normalen Hüsten oder irgendwie Schlüpfen gehabt haben. Aber gut, dass der schnellste Start abgebrochen hat. Das war auch gut. Wollen wir noch machen? Ja, ich glaube, okay, das ist mehr Trainingswort. Ja, jetzt mal. Ah, so verliert heute das Team, Alter. Das hätte nicht so richtig aufgetraut. Er scheint völlig frei, der könnte den Ball voll annehmen. Voll im Backen. Wenn er nochmal weiterläuft. No? Ball weiter? Ist er eine vom Tormann. No? Mann. Junge, guck doch hin. Guck erst mal, mit dem Boden spielst. Ja.
Danke, war gut. Dran. Da dran, da dran. Ja, kann man streiten. Kann man streiten. So. Du musst einen Möbel hinterziehen. Wenn du einfach was umstellen willst, musst du einen Möbel hinterziehen. In der Abwehr. Und einen Joint vorne rein. Würde ich behaupten. No? Ich spiele hinten schon gar nicht so schlecht. Nee, aber wenn du auswechseln musst du taktisch ändern. Joint ist kein Abwehrspiel. Noch nie gewählt. Nehmt ihr stärker, nehmt ihr schwächer als zu Hause? Zu Hause sind sie sehr stark. Was ist denn die? Ja, im Platz sind sie gewohnt. Ich bin ja morgen gegen Bruckheim. Ist der Platz hat eine Sondergenehmigung, weil der ist zu kurz. Wir haben ja aber einen Rosenplatz. Nur einen Kunstrasenplatz. Ja, aber haben wir eigentlich die Rosen, die Rolle da? Nee, war doch schon der Kleine hat ja schon gesagt. Und noch für Training. Können Sie als Beutewiese, verlängerte Beutewiese nehmen, oder das ist scheiße. Ja, lukrativ für das Geschäft. Warum geht's ja? Ja, wenn du der SZ-Hörer rumziehen, dann könnt ihr einen Jäger vorspielen. Woher spielst du denn was? Und die haben kein Bier mehr. Nach der dritten Halbzeit. Das war's jetzt, oder? Das ging ja gar nicht. Aber das Bier von Borea gefällt mir. Ja, und die hatten keins mehr. Zweite Halbzeit gegen Wismut alle zweite. Ich dachte, ich bitte. Das war's Bier, ist alle. Am Bier schon der Zuschauer. Ja, aber es ist auch schon passiert gegen Dynamo. Gut, da hat man 400 Zuschauer. Ja, gut, das ist auch ein Unterschied. Ja, da kommen die ganzen Kaoten jetzt zurückspielen. Ja, der ist irgendwie. Ich glaube, sie wenn sie wenigstens Flaschenbier gehabt hätten, dann hätte ich das eigentlich, und wenn man das hat, die werden doch so klatschen gegen Bochum. Die Norm. Oh, nur 50-50 ausgehen. Denke ich. Naja, die müssen ja beide gewinnen eigentlich, Bochum und die Norm. Die brauchen ja beide Punkte. Hä? Die brauchen ja beide Punkte. Ja. Das ist ja so ein Entscheidungsspiel eigentlich schon. Oh, weil aufsteigen, ne? Das geht ja gar nicht, dann hast du nicht in einen müssen, da kann ich gehen. Ja, der Dänisch spielt jetzt bei Dynamo, da spielt er ja gegen Bochum. Aufgehen! Oh, 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 oh! Alter Schwede!
ziemlich schlecht. Ziemlich schlecht. Ich bin gespannt, wie wir alle gegen die Champions spielen können. Wie das hier noch weiter abhalten. Mit den Punkten. Die holst du nicht gleich wieder ein. Denn. Ja, aber das ist der Kleine her. Der Kohl ist der Kondin. Der ist aus für bei Turbine. Bei Turbine fressen. Wo spielen die? Johannstadt. No? Ja. Oh, Kunstrasen. Alles Kunstrasen jetzt. Dann kommt Schach. Dann kommt Schach jetzt. Ja, wissen. Nee, Helles. Helles lassen wir dazu. Der Pico ist da. Das ist nie weit von mir. Oh, Kunstrasen, Tebe. No? Oh, jetzt, ne? Super. Oh, so die, haben, die und wir sind der Einzige, die in der Kunstrasen spielen beim Bock. Wird besser als die ganzen alten Hartplätze, die du früher hattest. Ja, ja, das ist sowieso. Sind wir eigentlich noch, die da auf Rosenplatz spielen von Dresden? Mit der Truppe. Ganze. Und Reuteberg. Ja, gut, Reuteberg. Wir kennen ja unsere Spieler auf dem Kunstrasen als Truppe. Klingt jetzt sicher halt gewährleistet. Ah, da müssen wir einmal die Tore zumachen. Da kommt eben keine Verbindung mehr rein. Hm, stimmt. Aber wir haben ja die Post immer dran bei uns. Da haben wir Reuteberg. Oh, die Mengen sind alle nicht so wichtig. Da spielen wir das erste dort, glaube ich. Ich spiele das erste Radeberg-Club. Da wollen wir eine schöne Eisplatz drauf machen. Mit dem Zug fahren. Kannst du bauen, das ist noch ein schönes Spiel. Noch Radeberg. So, ich soll gerade Karlsberger wollen, ein bisschen drauf machen. Wie muss das Sinn, wenn ich noch da bin? Das ist mal ganz übersetzt. Ich weiß gar nicht, wo der Platz ist in Radeberg. Karten, Berger und alle. Das ist ein geiler Zug drauf machen. Nur noch Radeberg. Oder Platz. Kannst du sicher das Platz dann. Wo? In Reuteberg. Sie kann unten dort. Weißt du auch selber, was los ist. Wir sind nämlich auch alle älter geworden. Ja, stimmt, das ist es. Martini, die kann unten dort nicht in Reuteberg. Ja, das sind so ein bisschen ödchen am Fenster. Ja, echt? Das war ein wurden sogar die Striester angemacht. Das ging gar nicht. Hä? Wurden sogar die Striester in Reuteberg angemacht. Für die Name? Nee, du für den Rollenbauer. Ne? Die Kaltentruppe da. Da kann ich da nicht bauen. Da brauchen wir nichts sagen. Ne? Was ist da war. Schach weiß, das kann man machen. Kann ja, klar, die Punkte sind dann viel. Der Puffer ist zu groß. Schon wieder. Schach weiß, kann man knacken. Ich bin dabei. Sachsenberg, glaube ich, dort. Ja, klar, Tim, aber der Puffer ist dann zu groß. Da ist jetzt schon 4 Punkte. Bitte schön. Lass die mal jetzt gewinnen, dann hast du das Spiel, höchste Spiel, nicht Spiel gleich wieder auf. Wieder auf? Ja. Das höchste nicht wieder auf? Und dann nicht gleich wieder? Naja, im Aufstieg werden wir nichts tun. Sagen wir mal, was es muss um was gehen, damit ich ein bisschen mobil bin. Dass die Lust haben. Wenn es um nichts mehr geht, dann haben die keine Lust mehr. Wenn ich wenigstens da als Zuschauer nicht. Ne? War das schön? Ne, unser Fritsche. Ja, das war ja mal als Zuschauer da, den letzten Spiel. Netter Weckerfeld eben hier vorne. Ne?
Ja, in männlichen Dinger noch. Ja, der entscheidende Dinger geschossen war irgendwie immer, wenn es mal irgendwie hing, ja, hat er den Ding geklappt. Wenn gar nichts geht. Aber das ist ein großer Eingang, ne? Da spielt immer. Wird immer spielen. Immer spielen? Ja, wird immer spielen. Dann haben sie 3-10 weggenommen. Ja, der Unfall noch. Hallo, hier bleiben. Schade eigentlich, da wollte ich bestimmt mit Alex nochmal zusammenspielen. Noch mal. Letzte Saison. Welchen? Gleis. In Klosenheim. Ach, der ist zu Klosenheim? Ja. Alex in Klosenheim. Das war bestimmt sein Wunsch nochmal. Wird nichts. Mann. Jetzt lässt die Kraft noch. Jetzt Konzentrationssache Sache wird das jetzt bei der Wärme. No? Ich mache einen Freistoß. Ich habe eine Runde Füße, das klappt meistens. Die werden gegen Bochum, gegen Frankfurt geklatscht, kriegen die Norme. Definitiv. Da ein bisschen schneller auf. So, nee. Das wär's. Also, solange bin ich hier oben gestanden, haben wir noch nie verloren. Da bin ich immer dort niemand, haben wir verloren. Das ist scheiß Ding. Wo noch beim 2-2 umgekippt ist. Ja. Seite. Weiter rüber. Mensch. Bitte. Mensch, mit dem Gefühl, mit dem Überschätzen, Mann! Heiner! Nee. Ich kann mir das Ding daneben fahren. Geht wohl. Einer braucht es wie schon. Autsch! Aber Unentschieden ist gerecht. Mit der Zeit. Tut das nicht. Ja, wenn es zur 90. Minute macht, dann ist es nicht. Das reicht mir. Das war so die Situation hier. Polen gegen Deutschland. Podolski steht oben und schießt dreimal daneben. Nee. Mann. Gibt's da gar nicht. Ich wäre mal gespannt, ob Dortmund heute gegen Haller gewinnt. Oh ja, ich denke doch. So stark ist Hertha nicht. Hm? So stark ist Hertha nicht. Auswärts? Außerdem kann ich Hertha nicht glauben. Als Gott muss er nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Hertha und Gott müssen was nicht zusammen. Das ist ein Lautsong. Ich bin ein Hertha-Fan. Ne? Das ist ein Lautsong. Ein bisschen. Da war es in Kaiserslautern war ich auch dabei, wo es einen zwickiger Rekord gebrochen haben, Zuschauer. Aber ist Jahre her. Ja, kannst du sagen, verliert er wieder. Alles wieder. Stimmt doch. Den Köln. Wenn ihr hier gegen. Wie spielt Kaiserslautern gegen? Mir ist schon peinlich, dass die Hauptstadt keinen richtigen Erstligaverein hat, der oben mitspielt. Doch, Hauptstadt. Du hältst nochmal zusammengeschissen. Hauptstadt haben es doch. Also, damals. Wenn man da ein bisschen da runter war, dann ist der Hölzchen, sag ich schon, dann gedacht, ja, das hat das nicht mal geschafft. Da war der Präsident. Aber Hamburg wird absteigen. Oh, das wird absteigen. Glaub ich nicht. Ich habe es. Wir haben es drüber. Das war zu lasch. Er hat noch gedacht.
Hinter der Stürmer. Großner Turbio heute gegen Bremio. Ja, ich glaube, das Wochenende fliegt aus. Das gegen Köln hätten sie nie verlieren dürfen, der HSV. Die haben geführt, 2-1. Das war... Dann haben wir... Keine Ahnung. Das wird schon weiter spielen. Du hast Glück, der steht von der Lehne wie läuft. War trotzdem faires Spiel. Ja, das könnte man ziehen. Als selbe Ding, wo wir also Freistadt, dann denkst du Freistadt? Einwurf und du willst 2-1 für den Namen drüber. Also, das ist ein Schweineding. Aber wenn ich Trainer wäre, bei den Namen drüber schon eingewechselt. Das ist eine Gefahr der Helden, ne? Echt schon lange eingewechselt. Das weiß ich. Dann haben die nur gefahren, das 2-1 für den Namen. Dann haben die gefahren mit den Helden wieder kaputt, ne? Idioten. Nur es sind keine dabei, bei der dritten jetzt. Was jetzt der dritte ist, was der vierte früher war. Das sind keine Klauen. Nee, hier die Fans, Mensch. Nee, es sind keine Klauen dabei. Kannst du nicht mehr machen. Die ging eigentlich ruhig zu, bis da, das gegen die vierte. Also was jetzt der dritte ist. Oh ja, wenn ich Trainer fahre. Ich hätte einen langen Lein gemacht, den wollte ich ja zu uns reinbringen. Das Trainer hatte keine Lust gehabt, mit ihm zu sprechen. Oder keine Zeit gehabt. Mohammed hat ja ohne gespielt am Mittwoch. Das war auch so ein Typ, der den du wieder zurückholen könntest. Ja. Ich habe ein schönes Gespräch gehabt und dann schön mich unterhalten. Noch ein Spiel hier, wo wir gegen die dritte Geheime gespielt haben. Den dann auch richtig auf den Leuchten. Was ist Roland Hommel? Ja. Dann alle auf dem Leuchten. Der Rest doch, spielt der überhaupt noch? Nee. Das ist hier bei 3 Jahren Rapid. Rapid Chemnitz. Hast du noch Chemnitz aus? Ja, das ist Chemnitz. Hätte höher bleiben können. Rapid Chemnitz. Mann. Götze! Was ist das? Das ist die Konfuse. Ja, das ist ein lustiges. Lecker hat die Konfuse gehabt. Was soll man da mit Jutta jetzt spielen bei der zweiten Mannschaft? Oder mit dem Jutta mit? Cottbus. Hä? Ja, also, der spielt immer? Nee. Es spielt ja noch bei der Fans, ich habe mit dem Jutta. Ich dachte, hä? Als Spieler. Ja. Hat er noch einen Sohn im Anfang? Da ist er weiter Fränkling. Ja, ich bin ein Sohn, der Kobolanski hat und so. Ja. Da ist nur Trainer. Nur Trainer? Aber bei der zweiten der Aufstellung ging down, die haben ja gewonnen, 2-1. Kann sein, dass sie nur Trainer sind, aber der wollte nicht auflaufen. Deswegen haben sie, hä? Die nächste Generation, die hinterher fällt. Kobylanski haben wir noch gespielt. Kobylanski, ne? Stand irgendwo in der Aufstellung. Alter Kobylanski. Damals gegen Hörsvater, ne? Ist er aufgelaufen. Hörsvater. Geht gut, hä? Du bist auf schon wieder das. Ohne Schwein, Mann, halb zu drüber, Mann, 8 zu. Oh, keine Hand. Wir laufen lassen.
Stören! Stören! Oh. Eigentlich gerecht. Ich war dann schon Thema, haben wir ein Interview gehabt. Ich war dann, ja, ich kenne die Kabel. Ich bin gegen FN. Oh, mein Schabi-Grenzen. Wenn man mitdenken muss, dann muss man nicht. Nee, das ist praktisch. Und man weiß noch. Den kennst du noch. Wie Liga ist der Liga? Alex ist du bist reich. So viel Frechheit kannst du heute machen. Bitte frech kann man sein, aber du kannst so frech. Ja, so, jetzt oben, warte.
einen weg. Nein, warte mal. Nee, nee. Ich glaube, ich sehe da ist er auch nicht mehr da. Liegelöse. Das Liegelöse. Das Liegel. Kann doch nicht sein jetzt. Bietst du schon an. Doppelback zu hören auch? Nee. Hätte auf das Rennen müssen? Nein. Der Klitschko gewinnt ja. Ne? Der Klitschko boxt halt auch. No? Ich denke mal, da wird es sehr schön. Kann froh sein, dass Flügel abgehauen ist. Hä? Der Flügel kann froh sein, dass er abgehauen ist. Das ist sehr schön. Das ist also gut, ich meine, ja, ich habe jetzt keine Zeit, ich kann nicht. Jetzt Mönchigen und Doppelback. Nee, aber trotzdem, hinten gerade Lauf, ja. Beim Wetter, die haben bloß zwei oder drei Gegner die ganze Saison. Und da war hinten ein Sammel. Das will was heißen. Und wenn es die Kreisliga meisten in den Sinn ist, das ist bloß zwei starke Mannschaften in Trondheim. In meinen Wetter gewesen, aber trotzdem, bloß drei Gegner. Ja. Da muss ja was stimmen. Nie umreiße! Scheiße. Was ist das solche Scheißdinger, ey? Oh. Aber die Reste sind die Genie. Ist ja. Wie viele Minuten haben wir? 5 Minuten. Wieso? Kommt du, den Blut machen. Ja. Tschüss. Haben wir schon. Wenn du hier bist, du bist ein Macker. Aber bei Regen. Ja, jetzt wird es schwierig. Jetzt die Kraft brauche. Und die Konzentration. Und die Köpfe ist das Wetter. Oh oh, nicht laufen lassen! Oh. Das ist ja keine Frage.
Mann, oh ja. Das Ding, ja. Normalerweise nicht. Warum nicht? Ach, Schabi. Oh Gott, Schabi, du bist low. Ich glaube nicht. Keine Unterbrechung. Kein Grund, denke ich nochmal. Nö, kein Grund, denke ich nochmal. Ja, aber das ist doch noch. Genau. Ja, ja, ich will schon. Ich kann echt das Unterschied, wenn ich. Wenn nur irgendwie so ein Ei, so ein abgefälschtes Ding, das hätte vielleicht so was gewinnen. Ich war für 5 Glück. Oh, oh, oh. Ich habe auch schon 1 Glück. Echt? Oh, ja. Stück auf 5 Einzel. Ich kann nur. Alter!